Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Donnerstag, 28. August. Unser Andachtswort steht heute in 2. Mose 20, Vers 14. Du sollst nicht Ehe brechen. Das Miteinander und die Liebe von Mann und Frau werden in unzähligen Liedern, alten und neuen, besungen. Wie Mann und Frau miteinander umgehen und wie oft es zum Ehebruch kommt, kann heute täglich in Filmen, im Fernsehen oder im Kino verfolgt werden. Das scheint heutzutage etwas ganz Normales zu sein. Und sicher kennen wir auch Beispiele dafür aus unserer eigenen Umgebung oder Familie. Und die traurigen Folgen davon für den betrogenen Partner und die Kinder, wenn es zur Auflösung der Ehe kommt. Dabei ist die Ehe Gottes Erfindung. Er hat sie nach der Erschaffung der ersten Menschen eingesetzt, noch vor dem Sündenfall. Die Institution Ehe hat alle Höhen und Tiefen im Laufe der Jahrhunderte überstanden. Sie besteht immer noch. Ist das nicht ein Wunder? Gott hat Mann und Frau geschaffen, mit ihrer Unterschiedlichkeit und ihrer Anlage den anderen zu ergänzen und mit dem gegengeschlechtlichen Partner ein glückliches Leben zu führen. Warum gelingt das oft nicht? Darauf gibt es viele Antworten, von kulturellen Unterschieden bis zu Schwierigkeiten, den anderen zu verstehen und sich verständlich mitzuteilen. Oder dass in einer Ehe überhaupt zu wenig miteinander geredet wird. Trotz der Einmaligkeit jedes Menschen sind immer wieder ähnliche Verhaltensmuster zu erkennen. Das gibt Ehetherapeuten die Chance, wirksam zu helfen, wenn die Partner sich darauf einlassen. Ehebruch ist aber keine Lösung für die Probleme. Da gilt das Motto: Wehret den Anfängen. Denn nach Jesu Worten stellt bereits der begehrliche Blick eine Übertretung des 7. Gebotes dar. Nicht nur Gott und der Staat schützen die Ehe, dazu kann jeder seinen Teil beitragen. Der Mann kann sich mehr Zeit nehmen, seiner Frau zuzuhören. Die Frau kann versuchen, sich in die Lebensinhalte ihres Mannes hineinzudenken und sie zu verstehen. Kinder können, altersabhängig, zum Gelingen einer Ehe beitragen, indem sie ihren Eltern Achtung und Anerkennung entgegenbringen. Eltern von verheirateten Kindern sollten das Schwiegerelternabitur machen. Schweigen, schlucken, schützen, schenken. Als Gemeindeglieder sollten wir in der Gemeinde die Ehen aller fördern und in Fürbitte begleiten. Und Pastoren sollten Programme anbieten oder organisieren, die Ehen fördern und verbessern und bei Bedarf Eheleute mit Rat und Tat begleiten oder kompetente Beratung vermitteln. Gerhard Wagner.